Ja. Hallo Dominik Axmann, du kennst dich sehr gut aus mit der Sporthalle Hamburg, weil das ist im Grunde jetzt mit dem HSV Hamburg euer Wohnzimmer, wo ihr regelmäßig spielt. Wann hast du zuletzt dort auf der Tribüne gesessen? Gute Frage. Ich glaube tatsächlich, das letzte Mal so wirklich auf der Tribüne gesessen, da habe ich beim Final Four 2015. Da war ich dabei, sowohl bei der A-Jugend als auch bei den Frauen danach und habe den Erfolg auch miterlebt. Also das war, glaube ich, das letzte Mal, wo ich wirklich bei einem Handballspiel auch da als Zuschauer war. Aber wir wissen auf jeden Fall, wann du das nächste Mal auf der Tribüne sitzt in der Sporthalle Hamburg. Am 30.12. nämlich 20.15 Uhr das HBF-Topspiel der Frauen-Bundesliga Buxtehude gegen Sachsen-Zwickau. Gibt es gute Gründe, warum du dir das Spiel nicht entgehen lässt, oder? Ich werde auf jeden Fall dabei sein. Also sei es easy, sei es Buxtehude, wobei ich auch immer noch sehr verbunden bin. Und ich freue mich einfach, dass ich da auch als Zuschauer mal sitzen kann, dass ich das auch mal selber als Zuschauer erleben darf. Und ich bin wirklich froh, dass das auch dann klappen wird am 30. Und Isi Dölle und du, ihr beiden, ihr werdet dann mal eben die Rollen tauschen. Normalerweise Isi Dölle, unsere Spielerin, die deine Spiele verfolgt in Hamburg von der Tribüne aus. Jetzt tauscht ihr die Rollen, sie auf der Platte, du auf der Tribüne. Aber ich glaube, die Vorfreude bei euch beiden ist groß. Sehr, sehr groß. Also wie gesagt, ich freue mich. Ich habe auch schon mit ein paar Kollegen gesagt, wir treffen uns vorher und stimmen uns schon mal aufs Spiel ein. Und dann werden wir da in der Halle einfach viel Spaß haben. Und ich hoffe natürlich auch, dass wir dann einen deutlichen Sieg von den Mädels sehen können. Ihr habt ja leider vom HSV einen Spielplan so bekommen, dass ihr kein Heimspiel zwischen den Feiertagen, kein sogenanntes Weihnachtsspiel habt. Unsere Hoffnung ist natürlich, dass nicht nur Dominik Axmann, sondern auch andere HSVer oder HSV-Handballanhänger dann in die Sporthalle Hamburg kommen am 30.12. Was glaubst du, ist damit zu rechnen? Ich glaube schon, weil in Hamburg haben wir einige handballverrückte Leute und die haben leider am 27. oder 26. kein Spiel, das sie verfolgen können. Und ich glaube, dass sie dann schon Lust darauf haben, nochmal ein Handballspiel zu sehen, wo es ja auch bei uns dann in die Pause geht und die dann erstmal auch frei haben von uns. Und ich hoffe, dass es dann wirklich einige in die Halle schaffen, weil das wäre für die Mädels cool, wäre für die ganze, für das ganze Spiel, für das ganze Aufziehen cool. Und ich würde mich sehr darüber freuen, wenn auch einige Hamburger das schaffen. Okay, dann freuen wir uns alle doch auf den 30.12. 20.15 Uhr Sporthalle Hamburg, Frauen-Bundesliga, Buxtehude SV gegen Sachsen-Zwickau. Dankeschön, Dominik. Gerne.